Hallo, da sind wir wieder mit Skyrim. Schneller als erwartet beginne ich diese Session. Ihr habt noch nicht mal Gelegenheit gehabt, euch zu einigen meiner Fragen zu äußern. Aber naja, Dawids Fernseher ist im Eimer momentan. Gucken, was, ob wir da eine Lösung finden. Deswegen mache ich jetzt gerade meine Skyrim-Session so lange. Und ja, wir gehen zum Isran. Mal wieder. Mit der geilen Stimme. Erzähl mir, was hast du? Ich weiß gar nicht, was wir zuletzt gemacht haben. Aber gleich mal schnell kurz in die Missionsauflistung gucken. Sonst ist hier Feierabend. Ah ja, die Mottenpriester, genau. Hello! Ich bin beeindruckt, dass ihr so schnell einen Mottenpriester finden konntet. Um die Schriftrolle zu lesen. Ja, sagt dem alten Mann einfach, wann ihr soweit seid. Okay. Was kann ich für euch tun? Was kann ich ja? Ah, hallo. Schön, dass ihr es wohlbehalten hierher geschafft habt, Daxion. Ah, mein Retter. Schön, euch wiederzusehen. Haben euch meine Gefährten willkommen geheißen? Nicht gerade die Gastfreundschaft, die ich gewohnt bin. Aber euer Isran hat halbwegs für meine Bedürfnisse gesorgt. Gut. Und wie ich anmerken möchte, dies ist eine bemerkenswerte Festung. Ja. Etliche Kollegen daheim würden diesen Ort sicher liebend gern bis ins Detail studieren. Seid ihr bereit, die Schriftrollen anzulesen? Fragezeichen! Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Wenn okay. Jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich will auch drauf gucken. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Ich muss mich nun ausruhen. Das Lesen hat mich erschöpft. Okay. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Aha, ich weiß, was du willst. Küss aber nicht! Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Dieser Mottenpriester Daxion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Okay. Die Hälfte der Leute in eurer kleinen Truppe würde mich eher umbringen, als mit mir zu reden. So etwas fördert nicht unbedingt die Gesprächigkeit. Okay. Selbst mein Vater hat mir einen herzlicheren Empfang bereitet und das will was heißen. Oh
Oh Gott, ey, die wollen uns immer voll labern. Komm, wir wollen noch ein bisschen spielen hier. Ich überspringe das mal. Vermutlich sieht er mich nicht einmal. Wir müssen meine Mutter Valerika finden. Das müssen wir wissen. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Wie viele Rollen gibt es denn? Mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ich weiß, wo eine ist. Die brauchen wir für die Alduin-Quests. Aber... Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Wenn ihr bessere Hinweise als diesen habt, sprecht. Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem irgendwelche Vorschläge... Ja, die Pfeile werden es uns erzählen. Moment, das ergibt fast einen Sinn. Es gab einen Innenhof in der Burg. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte, auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir... Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. Okay. So gelangen wir hinein. Dann hauen wir hin. Sie ist auf der anderen Seite der Burg. Gehen wir. Na dann. Los geht's, endlich. Bla 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 bla. 5 Minuten. 6 sogar. 6:25, 6:26. Bist du behindert, Onkel? Was feierst du da? Was machst du da für Geräusche? Let's play doch noch. So. Zack. Wo ist denn die Burg? Ja, müssen wir da wieder hin. Kein Problem, hier ist wieder so ein hässlicher Drache. Vampir fürs Talent erhält man für das Töten von Gegnern mit dem Zauber Leben entziehen. Na, das haben wir schon mal gemacht. Gelesen. Das ist die Folge der Laberei und Laderei. Hä? Habt ihr gesehen, da oben ist gerade so eine Statue verschwunden. Ich wette, hier, obwohl es gerade hell. Scheint die Sonne interessiert dich scheinbar nicht mehr. Ja. Hallo. Mach keinen Scheiß, du Nullös. Bleib doch stehen, du Nervensäge. Aber die verrät uns noch, die blöde Fotz. Ich weiß, dass sie hier irgendwo sei. So. Wer ist da? Skelette haben sie hier. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Lol. Ich wollte mal was nachgucken schnell. Nein, es hängt. Ja, komm schon, ja, jetzt aber. Ja, ja. Warte, wo könnte das sein? Vielleicht bei sonstiges? Ich meine, ich habe eine mitgenommen. Nee. Wo kriegen wir eine Fackel her? Ich habe mir gedacht, weil mit der Helligkeit ist nicht mehr viel zu machen. Ist einfach so. Die Atmosphäre ist auch so. Diese künstliche Helligkeit, wenn ich die hochdrehe, die ist blöd. Ne, Bekleidung nicht, vielleicht nur bei Waffen. Ne, zu gucken, wir müssen nach Fackeln Ausschau halten. Kerzen. Stark, Skelett. Wow. Wow, das hält ja was aus. Solange wir die Gelegenheit haben. Bring die
Fackel. Den Licht, diesen Zauber habe ich auch noch nicht. Genau, wir müssen unbedingt zur Winterfeste oder wie das Ding da heißt. Ne, zur Akademie da. Ich möchte noch ein paar Zauber erlernen. Oh ja. Boah, juckt die Nase gerade schon wieder, ne? Wer redet da? Laden. Ja, jetzt ist es ist so dunkel. Pass auf, ich kann an der Elgato jetzt gerade sowieso nichts machen, aber da ist auch alles richtig eingestellt, glaube ich. Ich drehe die jetzt. Oh, wartet mal. Ihr müsst mir sagen, wenn euch das Bild da nicht mehr gefällt. Ich mache das jetzt mal so. Vielleicht bringt's ja was. Oh, jetzt sieht man auf jeden Fall mehr, ne? Gut. Stören tut es auch nicht unbedingt. Wah! Skiva! Bah, wir übertragen Krankheiten. Hier ist es aber trotzdem dunkel. Das geht, ne? Oho. Ich weiß nicht. So. Geht eigentlich klar noch. Soll ja auch nicht zu hell sein. Mal durchprügeln. Wilder Vampir. Wow. Wer weiß, ob sich hier nicht was Hübsches versteckt. Auch sein Eimer. Guck mal hier. Was haben wir da? Oh. Ich höre schon wieder die Knochen knatschen. Ich sag doch, Bücher sind wichtig. Ich nehme ja so immer mit für unser eigenes Haus, das wir bald bauen. Damit wir die Regale füllen können. Macht dem keinen Schaden. Schnauze. Oh, die Dinger wollen wir, glaube ich, nicht berühren. Die Geräusche gefallen mir nicht. Das haben wir geschafft. Was ist das für Geräusche? Boah, halt's Maul ein. Wer ist da? Maul! Maul! Da hat aber einer Hunger gehabt. Boah, ihr voll Assis, ey. Was wolltet ihr? Lecker. Mit
Sind immer richtig schöne Orte, um Easter Eggs zu verstecken. Boah. Da war einer ein Fresskick geschoben vom Feinsten. Die haben Sau gegeben, ha? Boing. Ah, Krankheitsheilung. Hä? Buggy, buggy, buggy. Ist nicht mehr normal. Ah. Adept. Ups. Keine Ahnung, ob es da für einen Trick gibt oder so. Jawohl. Na toll. Bestimmt nicht. Komm, die Schießkunst ein bisschen. Ja, was wolltet ihr? Du hast hier also die dummen Geräusche gemacht. Ah. Ah, verstehe. Was willst du? Ich hab doch nichts gesagt zu dir. Ich wollte, dass du die Fresse hältst. Da kam er, ja genau hier. Die Tür kennzeichnet das Ende dieser Folge. Also denn, bis zur nächsten Folge. Euer Onkel. Tschüss.